Sayyid al-Shuhada, der Anführer aller Märtyrer, wie ihn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nannte. Er ist bekannt als der Löwe Allahs und der Löwe des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Wer war dieser Mann? Er war der Onkel des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und er war ein Mann, der von den Quraysh gefürchtet und respektiert wurde. Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu. Hamza, der Onkel des Gesandten alaihi salatu wasallam. Er wurde Abu Amara genannt. Er war sehr gut aussehend, von schöner Statur und er liebte das Jagen. Als er eines Tages auf der Jagd war, wurde der Gesandte sallallahu alaihi wasallam von Abu Jahl angegriffen. Abu Jahl beschimpfte und drohte ihn. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam blieb ruhig. Muhammad alaihi salatu wasallam reagierte nicht auf die Beleidigung. Abu Jahl verlor so sehr die Beherrschung, sodass er einen Stein auf den Propheten alaihi salatu wasallam warf und ihn dabei am Kopf verletzte. Und der Prophet alaihi salatu wasallam blutete. Als Hamza von der Jagd zurückkehrte, erfuhr er davon. Hamza radiallahu an ging sofort zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erkundigte sich. Hat dich jemand gesehen, als das passierte? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder sah es. Es passierte in der Öffentlichkeit. Also stürmte Hamza zu Abu Jahl, der gerade mit vielen Menschen saß. Abu Jahl war einer der Fürsten der Quraysh. Hamza marschierte direkt auf Abu Jahl zu und schlug ihm mit seinem Bogen auf den Kopf und sagte, nimm das, ab jetzt folge ich der Religion von Muhammad. Als Hamza dies sagte, hatte er es nicht aus Überzeugung gesagt, sondern aus seinem Stolz heraus, um Abu Jahl zu verärgern. Und nachdem Abu Jahl am Kopf blutete, sprangen seine Verwandten auf, um Hamza zu schlagen. Doch die Verwandten von Hamza standen ebenfalls auf, um ihn zu schützen. Und die Situation wäre womöglich eskaliert. Doch Abu Jahl sagte, nein, lasst Abu Amara in Frieden, denn ich habe seinen Neffen fürwahr schamlos attackiert. Abu Jahl beruhigte die Lage. Doch als Hamza alleine zu Hause war, wunderte er sich über seine eigene Handlung. Als er sich nach dem Ereignis wieder beruhigt hatte, versuchte er Antworten zu finden. Habe ich das Richtige getan? Was ist heute passiert? Er war in einer Zwickmühle, da seine Aussage in aller Öffentlichkeit nicht durchdacht gewesen war. Sollte er etwa aus Stolz und Abu Jahl zum Trotz Muslim werden? Als er am nächsten Morgen früh aufwachte, sagte Hamza radiallahu an, ich wachte auf und mein Herz war voll mit Liebe für den Islam. Also ging ich zum Gesandten alaihi salatu wassalam und sagte zu ihm, ich bin Muslim. Subhanallah, das war ein verblüffendes Ereignis. Die Quraysh waren schockiert. Die Muslime waren sehr glücklich. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war so froh, dass er eine Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala machte. Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu an, war ein mutiger Mann. Er war jener Mann, der die Tür zum Haus von Al-Arqam bewachte. Mit seiner Präsenz beschützte er den ersten Versammlungsort der Muslime. Und in die Geschichte ging er ein als Herr der Märtyrer.